Mein Naturwunder ist die Schwindequelle. Jan Brockmann montiert die Plakette an Naturwunder 20. Der Heide-Ranger hat im Naturpark Lüneburger Heide alle 32 Naturwunder dokumentiert und fotografiert. Doch zur Schwindequelle hatte er schon als kleiner Junge eine ganz besondere Beziehung. Es ist schon so seit Kindertagen, dass ich hierher komme und jedes Mal irgendwie Angst habe, dass die Quelle nicht mehr sprudelt. Aber sie macht das seitdem unberührt und das ist wunderschön. Deswegen hat das hier auch gar keine Struktur, die das menschliche Auge irgendwie greifen könnte. Ein runder Quelltopf, in den das Wasser von unten aus dem sandigen Grund hineingedrückt wird. Man sieht es ja senkrecht aufsteigen. Es sieht fast aus hier vor mir gerade, als würde irgendwo es in einem Kochtopf kochen und sprudeln. Und das ist ein faszinierendes Bild. An unzähligen kleinen Stellen werden hier kleine Holzstöckchen hochgewirbelt und das Wasser kräuselt sich an der Oberfläche. Das ist schon sehr beeindruckend. Am Boden erkennt man bizarre Strukturen, die mit etwas Fantasie an Seeigel oder Korallen erinnern. Manganoxide verleihen dem Wasser einen türkisfarbenen Schimmer, während am Rand das mitgeführte Eisen ocker- oder rostfarbene Beläge bildet. Das Wasser ist sehr kühl, klar und sauerstoffreich. Es hat ungefähr 9 Grad. Das hängt mit der Jahresaußendurchschnittstemperatur zusammen. Und das kann man hier Winter wie Sommer fühlen. Im Winter ist es dann hier eine Stelle, die nicht zufriert, was auch wiederum viele Tiere anlockt. Im Winter habe ich hier oft Waldschnepfen beobachtet, die hier im dann noch weichen Boden stochern können, wenn alles andere zugefroren ist. Ja, eine spannende Stelle in der Natur, die den Besuch immer wieder lohnt. Trotz der Sandfontänen, die wie Wolkenpilze unter der Oberfläche aufschießen, ist das Wasser glasklar, wenn es in den vorbeiströmenden Schwindebach rennt. Diese Klarheit verschwindet natürlich mit der Zeit, denn von den Bäumen fallen Blätter herunter und mehr Organismen leben im Gewässer und die bewegen sich natürlich, mulmen den Boden auf und das sieht man hier an der Seite, dass es da im Schwindebach recht trüb ist und wo das klare Wasser des Quelltopfs zufließt, da wird es gleich erstmal ein Stückchen auch wieder heller und klarer. So viel Wasser man auch vorher schon gesehen hat, diese Bilder bleiben in Erinnerung. Es ist ein ganz besonderer Ort. Ich habe hier viele Begegnungen mit Menschen. Ich komme hier oft mit Gruppen her, auch mit Schulkindern. Und für die ist es dann immer so, dass sie auch erstmal andächtig schweigen und dahin gucken. Und dann gehen die Gespräche los. Wie kommt das? Wie geht das? Und sowas habe ich noch nie gesehen. Und an der Ruhmequelle im Harz war ich schon. Die ist ja die wasserreichste in Niedersachsen. Aber hier ist doch viel schöner. Und so habe ich mir eigentlich eine Quelle vorgestellt. Und das ist eigentlich genau das, was die Leute hier finden.